In den vergangenen knapp 20 Jahren sind rund 1,6 Milliarden Euro nach Serbien geflossen. Für den Aufbau des Rechtsstaats und der Demokratie, wie es heißt. Denn Serbien soll Mitglied in der EU werden. Zudem hat Deutschland 2016 knapp 1,3 Milliarden Euro direkt in Serbien investiert. Unter anderem sind über 350 deutsche Firmen in Serbien vertreten, die rund 30.000 Menschen beschäftigen. Zahlen und Fakten, die man in Serbien nur ungern in Frage gestellt sehen möchte. Also solle doch am besten alles so bleiben, wie es ist. Siemens, Bosch, Stada, Mercedes. Deutsche Firmennamen gehören mittlerweile zum Straßenbild in Serbien. Für deutsche Unternehmer ist Serbien ein wichtiger Markt. Die Beziehungen sind durchaus gut, gemessen am Handelsvolumen mit Deutschland, welches fast 4 Milliarden Euro beträgt. Das ist ein außerordentliches Resultat angesichts der Tatsache, dass die Wirtschaftsbeziehungen keine lange Geschichte haben. Zwar trieb die Bundesrepublik auch schon mit Jugoslawien Handel, sagt Predojevic, doch der wurde durch die Sanktionen während der Balkankriege in den 90er Jahren unterbrochen. Richtig aktiv ist Deutschland in Serbien erst seit 2000. Deutschland hat einen guten Ruf in Serbien und auch wenn kaum ein Serbe Ahnung von deutscher Politik hat, wer die Wahl am Sonntag gewinnen wird, darin sind sich alle einig. Ich glaube, Merkel wird siegen. Das ist am logischsten. Ich habe keinen Favoriten, aber ich unterstütze die Politik von Merkel. Was sie bisher gesagt und getan hat, war korrekt. Angela Merkel. Sie kennt man in Serbien. Auch weil Präsident Aleksandar Vučić ein großer Verehrer der Kanzlerin ist. Das hat nach Ansicht der Deutschlandkennerin Jelena Volic-Helbusch einen ganz einfachen Grund. Deutschland ist das mächtigste Land, politisch mächtigste Land, wirtschaftlich mächtigste Land. Und Präsident Vučić mag Freund mit einem mächtigen Partner sein. Und ich glaube, dass seine Bewunderung gegenüber Kanzlerin Merkel sehr authentisch ist, weil er glaubt, dass sie die mächtigste Frau in der Welt ist zurzeit. Und auch wenn Merkel Serbien manchmal dezent kritisiert, vor allem wenn es um Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit geht, in Belgrad will man niemand anderen an der Spitze Deutschlands.